Willkommen zurück zu Final Fantasy 15, der Pocket Edition. Und hier hinten waren auch noch Gegner, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich möchte halt ein paar Gegner diesmal klatschen. Oh. Moment, was bist du denn für einer? Schon wieder ein Fahnenträger. Ich habe den noch niedergeworfen. So. Okay, gut. Macht auch einfach mal alle hier. Und alle weg. Gesamt. Und. Bam. Oh, zertrümmern und niedergeworfen. Und jetzt kommt der letzte Marodeur. Ah, es gab so wenig. Ich hätte halt gerne ein bisschen mehr, aber nun gut. So, was haben wir denn? Das ist die Frage, links lang oder rechts lang? Ich glaube, rechts lang macht mehr Sinn. Da ist der Weg größer, da ist eher ein Baum mit so einem kleinen Auto. Hä? Und tschüss, ihr Kaktoren. So, komm. Nee, die sind elektrisch. Oder die sind statisch geladen, die Jungs. Alter, wie gehst du denn ab? Aber eigentlich, glaube ich, sollen mir die Kaktoren ja in dem Augenblick helfen. Aber ich habe noch keinen Sinn gefunden, und außer, dass sie hässlich aussehen. Die sind einfach nur nervig. Die haben gar keinen Mehrwert. Ja, da. FP4, genau. Immer noch nicht der Wagen, den ich suche. Das ist nicht das Fahrzeug, das sie sucht. Okay, gut. Verstanden. Dann gehe ich jetzt doch hier links runter, weil ich wirklich dieses Fahrzeug finden will. Will ich diese Nebenaufgabe haben und die nicht erfüllen. Wenn er versteht, was ich meine. Ach, da darf ich noch nicht lang. Okay. Ach, und da darf ich auch nicht runter. Oh Mann, nerv nicht. So, könnte es hier irgendwo sein. Eiszauber erhalten, das ist schon mal gut. Einen Eiszauber erhalten, das ist perfekt. Ah, hier ist der andere Weg. Warte mal, halt, stopp, hier hatten wir doch... Hatten wir nicht hier vielleicht unten an der Straße irgendwo so ein kleines Bäumchen? Da ist der Wagen. Und da ist hier was. Könnte... Hier hinten vielleicht irgendwas sein in der Richtung, nee, ne? Hm. Und wir haben auch noch nicht alle Kaktoren gefunden. Wer hätte gedacht, dass Götter ihre Kräfte mit Menschen teilen würden? Ich hätte mir nie träumen lassen, ihnen je so nahe zu kommen. War ja schon aufregend, Insomnia zu verlassen, aber das? Also wir finden hier... Eigentlich habe ich ja die vier schon gefunden, diese großen Kaktoren, die einen dann angreifen, aber... Klingt auch komisch, eine Kaktor. Statt Faktor oder Kaktus, Kaktor. Ist Kalm bekannt? Ich habe doch aber hier noch eine Unteraufgabe. Legende an. So. Da kann ich nicht lang, da kann ich nicht lang. Könnte noch da unten irgendwo doch noch sein, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wo. Ha. Ein Rätsel in mehreren Akten. Nein, es ist nur ein kleiner Hafending. Okay, gut, dann machen wir einfach mal weiter. Mal schauen, was passiert.
Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Boah, Erfahrungspunkte haben wir viele bekommen. Da sollten jetzt ein paar Level-Up drin sein. Da waren einige drin. So, dann können wir jetzt endlich mal unsere Skill-Punkte verteilen. Meisterschwert des Mystikers. Halbiere den bei Angriff erlittenen Schaden. Und das Angriffstempo von Nocturne, okay. Das ist gerade echt schwer, was ich als nächstes nehme. Schwertangriff erhöhen ist schon mal eine gute Sache. Was ist das? Das ist... Oh, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist echt sau mega schwer, was man da nimmt, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da verwende. Erhöht den durch Schwert der Weisen zugefügten Schaden. Ich weiß gerade nicht, welchen ich verwende, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir erstmal weiter. Einfach mal schauen. Ach, ich liebe Ladebalken. Ich liebe sie einfach. Oder einfach so Ladesymbole. Das war... Gentiana. In Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Nocturne, was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Er hat Stimmen im Kopf. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Nocturne wie die Titans. Den zweiten Stein, okay. Und er hat echt meine Nebenaufgaben komplett nicht gemacht. Das ist ja jetzt echt ein schlechter Witz, ne? Was soll denn das? Und ich auch eben mal den Kamerawinkel geändert. Jetzt muss ich nämlich rechts lang, was ich vorher nicht durfte. Nimm mal den Feuerzauberpunkt Ende aus. Was, der eine hat's echt überlebt? Na komm. Das war eine schnelle, schöne Attacke. Dann wollen wir mal weiter. Was haben wir denn da? Oh, eine Drachenschuppe. Jetzt sind wir hier. Hier oben könnten wir auch noch irgendwas haben. Oder auch nicht. Man darf ja nicht überall gucken. Ist ja verboten, ist das ja. Es ist ja... Im Auge des Sturms. Also wieder die nächste Gottheit, oder was?
Arriba, arriba. Oh nein. Oh, nicht schon wieder. Ach komm, hätte ich das gewusst, hätte ich doch vorher das andere gemacht. So. Mir gehen die aber ganz schön auf die Nerven hier. Arachne. So. Ich will sie auch nur von hinten angreifen. Und schön beiseite. So. Was ist nur los mit dir? Genau, Ignis, was ist nur los mit dir? Was soll denn das? Oh, ich habe mich geheilt. Das ist schön. Man muss auch mal selber ausweichen, wenn man sieht, dass es nichts wird. Und wieder ausgewichen. Schön. So. Ah, hatte ich schon wieder ein paar Taranteln rausgelassen. So. Okay. Na komm. Und hauen wir sie um. Wow. Aber hier konnte ich mal ein bisschen meine Fähigkeiten einsetzen. Das war schön. Das hat mir mal Spaß gemacht. Endlich mal auch hier nicht ganz so sinnlos draufkloppen, sondern auch mit Fähigkeiten. Auch mit dem Ausweichen und allem drum und dran. Jetzt ernsthaft, ich habe... Ach, das ist der Weg, okay. Was zum Teufel? Eisengigant. Genau, haut immer mehr Sachen raus. So. Willst doch stark werden, oder? Natürlich. Nicht nochmal. Willst du stark werden? Alter, der Eisengigant, der haut echt mal rein. So, und jetzt zertrümmern, genau, und umgeworfen. Ah, schön, das macht Schaden. Und wieder niedergeworfen, komm. Nein, diesmal erzählt das nicht als niedergeworfen. Was? Was ist jetzt los? Wo ist er hin? Das sieht nicht gut aus. Sollten wir uns nicht besser zurückziehen? Ach, Weichei. Ja? Das sah doch gut aus. Ich war am Gewinnen. So welche Feiglinge. Warme Betten und ein Dach über dem Kopf? Hier wimmelt's bald von sichern. Finde ich voll doof. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Jetzt hätte ich ihn beinahe besiegt und alles sah gut aus. Ich war in einer guten Rotation. Ich hatte geblockt. Ich hatte die Fähigkeiten genutzt. Alles drum und dran und dann sowas. Sind wir jetzt hier wieder bei der Werkstatt? Wir sollten uns etwas ausruhen. Besser wär's. Bin ziemlich am Ende. Hilf, oder? Eine Pause! Die ausruhen? Nee, ausruhen ist doch langweilig. Kann ich nicht reden, da kann ich nur schlafen. Da ist ein Händler. Ha! Ein Händler, wie ich ihn gesucht habe, wie er im Buche steht und ich ihn... da. Alle Wertgegenstände verkaufen. Kaufen Runenklinge. Oh, 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 oh. Das ist natürlich dann wieder was ganz Schönes. Aber da sollte man jetzt echt überlegen, bei wem es jetzt mehr Sinn macht. Delta Dolch, ich glaube, bei ihm habe ich noch nie ausgerüstet, aber er hat, nutzt halt viele Runenklinge. Das sollte ich halt auch mal gekonnt nutzen. Da geht nämlich dann alles mal wieder hoch.
Und ich könnte sogar noch auf die Stichpike erhöhen. Aber erstmal die Luft. Tanzdinger da. Okay, dann sollte ich dann eher mal hier die Delta-Dolche ergänzen. Ausrüsten. So, nachdem wir das erledigt haben, würde ich sagen, gucken wir noch, was jetzt hier passiert. Na stimmt, das Essen haben wir ja auch gefunden. Ach, ist das schön. Ich habe ja noch eine Idee. Ich muss ja noch was kochen, ne? Oh, lecker. Guten Appetit. Angriffskraft Boost. Lebenspunkte Boost. Lebenspunkte Regenerations Boost. Das war ein schönes Essen, muss man sagen. Ja, sie essen zwar nicht, sie reden zwar immer noch, aber egal. Jetzt brauche ich endlich die 50. Ach, immer noch nicht. Und bei Noctis fehlt halt noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.